Willkommen in der Santa Bay zu einer neuen Folge Rebuilding Mask und heute gucken wir auf zwei neue Fahrzeuge, also neu für mich in meiner Sammlung. Wir haben einmal hier Jackhammer mit Cliff Dagger und Wildcat mit Buddy Hawks. Wir gehen wie immer chronologisch vor, das heißt, wir fangen natürlich an mit dem Serie 1 Fahrzeug mit Jackhammer. Sicherlich eins der bekanntesten Fahrzeuge, weil es halt auch eine sehr prominente Rolle im Cartoon hatte. Und wir gucken erstmal auf die Figur, nämlich den guten Cliff Dagger. Dafür gehen wir etwas näher ran und schauen mal, was wir hier haben. Wir haben erstmal einen ziemlich gut erhaltenen Cliff Dagger, ne, mit dem bekannten Look, mit der Augenklappe und diesem Beanie oder dieser Seemannsmütze hier, dieser schwarzen. Ziemlich cool, fand ich vom Look immer schon sehr, sehr eigen, sehr, hat einen hohen Wiedererkennungswert einfach gehabt. Und hier sind so ein paar Styroporflocken noch drauf. Der ist insgesamt top erhalten, ne? Also Farbe, alles dran. Hier so erste ganz minimale Abnutzungserscheinung auf dem Silber hier. Der hat hier eine Pistole einstecken. Das sind auch so Sachen. Ne, da siehst du, dass das 80er-Jahre-Spielzeug ist. Dann würde er bestimmt heute wieder irgendeinen Aufschrei machen. Und der Kopf, die Farbe ist alles noch super erhalten. Immer hier mit diesem super aggressiven Gesichtsausdruck. So, ein bisschen aus wie Popeye, finde ich. Aber ich mag die Figur, ist ziemlich cool. Und er kommt mit der Torch-Maske. Die ist erstmal qualitativ, ja, ist schon ziemlich hart, aber die ist recht geschlossen rundherum. Also ich glaube, die war nicht so anfällig für Beschädigungen. Torch fand ich immer ganz interessant, ist auch so eine Maske, wo man im Cartoon es nicht hinbekommen hat, das mal akkurat irgendwie zu nutzen oder zu übersetzen. Mal war es Torch-Action, mal war es, ich glaube, auch mal Blaster-Action. Also man hat immer sich da nicht so richtig einigen können. Per se hieß die Maske Torch und konnte, hatte hier oben so ein Flammenwerfer-Element drin. War doch cool, warum da ständig dran rumrühren? Die Maske ist ziemlich geil, weil sie halt auch dieses Durchguckelement hat. Das heißt, wenn ich ihm die aufsetze, kann ich halt den Kopf darunter sehen, das finde ich ziemlich nice. Was mich bei den Masken der Spielzeuge immer schon so ein bisschen das heißt gestört, aber irritiert hat, im Cartoon hatten die halt teilweise andere Farbschemata. Also hier zum Beispiel ist jetzt gar keine Farbe drauf, ist einfach nur der graue Gummi und fertig. Torch war halt noch so ein bisschen in unterschiedlichen Grautönen bemalt in der Serie und so. Ich überlege tatsächlich, ob ich irgendwann mal wenn ich mal eine Maske doppelt habe oder so, mal versuche, Custom Paint Jobs zu machen für cartoon-akkurate Masken. Das wäre, glaube ich, ziemlich geil. Aber ja, ich mag die Maske, die ist cool, die ist vor allem top erhalten. Das heißt, auf der Figurenfront sind wir bei Jackhammer auf jeden Fall fertig. Dann wollen wir mal aufs Auto gucken. Dafür gehen wir wieder ein Stück zurück, dass wir auch Platz haben. And in comes Jackhammer. Und der rollt leider, ich wollte ihn jetzt hier so reinschieben, leider rollt er nicht mehr so schön, wie ich das wollte. Was hauptsächlich daran liegt, dass hier die Vorderreifen so ein bisschen blockiert. Also die Achse ist irgendwo, weiß nicht, ob die vielleicht schon ein bisschen Rost angesetzt hat innen drin, aber sie dreht sich, wenn man hier ein bisschen drückt. Rollt er auch, ja, aber so anschieben, wegrollen geht leider nicht mehr. Davon ab ist er eigentlich noch ganz gut erhalten. Bisschen staubig. Wir haben hier die Sticker auf der Seite, die sind ja eigentlich noch gut. Die sehen zwar so blass aus, aber ich glaube, die waren immer schon so blass. Ich glaube nicht, dass die groß an Farbe verloren haben. Wir haben hier diesen sehr prominenten Sticker auf der Front. Hier hat er leider so ein paar Kratzer abbekommen. Oder kann man das? Oh, nee, ist nur. Sind nur Schlieren, kriegt man tatsächlich weg. Das heißt, es sieht so erstmal gut aus. Die Felgen sind soweit auch okay vom Chromzustand her. So ein paar Abplatzer sind drauf, ein bisschen blind an einigen Stellen, aber so in Summe ist es okay. Das Einzige, was wirklich überholungsbedürftig ist und was ich gelegentlich nochmal austauschen muss, und es müsste aber auch gehen, eigentlich, ist hier die Stoßstange vorne. Die hat doch schon ordentlich Macken abbekommen. Das ist eigentlich so das Einzige, was mich optisch am Fahrzeug stört. Ansonsten ist er ziemlich gut. Was ich jetzt aus dem Stand nicht weiß, ob jetzt hier noch irgendwo kleinere Sticker oder sowas fehlen, sieht eigentlich ziemlich komplett aus. Weiß ich, auf der Rückseite vielleicht noch ein Rücklichter-Sticker oder sowas gab. Müsste ich nochmal recherchieren. Aber so bin ich erstmal damit zufrieden. Und die Transformation war relativ simpel. Ihr habt hier die Heckstoßstange, da drückt ihr einfach, die ist jetzt hier nicht so ganz gerade drin, oder? Also einfach nur flexibel. Okay. Drückt man hier einmal drauf, zack, und dann geht hier oben dieser Turm hoch. Und eigentlich sollte das Ding hier richtig mitschwingen. Das klemmt aber auch so ein bisschen. Kann man per Hand aber nachziehen. Die Kanonen hier vorne sind entsprechend noch da. Was hier halt fehlt, ist das Gewehr. Also er hatte hier so einen richtigen Geschützturm. Das hätte er sich hier irgendwo verstecken müssen, soweit ich weiß. Das fehlt, das muss ich definitiv nochmal versuchen nachzubekommen. Und dann kann man halt Cliff Dagger hier oben reinsetzen. Und gesetzt den Fall, er hat seinen Geschützturm, kann er dann wie in der Serie von hier oben auf die bösen Mask-Leute schießen.
Also irgendwas fehlt hier noch, oder nur ein Griff oder so, weil die Kanone hat er hier. Auf jeden Fall fehlt mir hier noch ein Teil. Ja. Und es war aber noch nicht die Verwandlung so noch nicht ganz vollständig. Ihr musstet nämlich auch hier das Ganze, die Motorhaube hier drauf drücken und das dann vor die Windschutzscheibe schieben. Und dann springt hier vorne der Kühlergrill auf, das Venom-Logo erscheint und diese beiden Kanonen. Das Ganze war wie so eine Panzerung. Und die Kanonen, gucken wir mal, ob man das erkennen kann. Wie geil ist das denn bitte? Ich liebe dieses Feature. Super gut und vor allem schön, dass es noch funktioniert. Das ist wirklich, wirklich großartig. Und deswegen Jackhammer definitiv eins der wichtigsten Venom-Fahrzeuge. Und ich glaube, ich habe hier eine ganz gute Variante gefunden. Wir können noch mal kurz reinschauen. Die Türen sind etwas, klemmen etwas. Da meine ich aber auch mich zu erinnern, dass das immer schon so war. Das ist alles ziemlich spitz auf Knopf genäht hier von den Spaltmaßen. Wir gucken mal auf eine andere Seite rein. Da sieht man nämlich, dass der Sticker auf dem Armaturenbrett auch noch wunderschön erhalten ist. Also alles in allem, auch für den recht kleinen Kurs, den ich den bekommen habe, ein super Einstieg. Ich brauche eigentlich nur hier vorne einen neuen Kühlergrill, der noch ein bisschen besser aussieht. Hier oben das Teil, was mir noch fehlt. Und dann sollte ich mit Jackhammer eigentlich schon fertig sein. Der zweite Neuerwerb aus der Serie 3 ist Wildcat. Tatsächlich eins der Fahrzeuge, soweit ich mich erinnern kann, was auch viele in meinem Freundeskreis hatten. Das ist ganz komisch, wenn ich so meine, einfach nur mal so aus der Erinnerung krame, die Serie 1, da gab es halt so ein paar, die recht häufig waren bei mir im Umkreis. Also Rhino gab es viel, Piranha, Condor, also die kleineren, auch Thunderhawk war relativ gängig. Venom war schon ein bisschen schwieriger zu finden. Also ich kannte zum Beispiel keinen, der Switchblade hatte. Ich glaube, einen, der Jackhammer hatte. Also liegt aber auch vielleicht daran, dass Mask als Vereinigung halt immer, also die Guten immer beliebter waren als die Bösen. Bei Kindern funktioniert dieses Prinzip ja in der Regel noch ziemlich gut. Und dann aus der Serie 2 wurde es schon ein bisschen dünner. Und aus der Serie 3 kann ich mich hauptsächlich an Wildcat erinnern, dass der halt rumgegangen ist wie nix. Ich weiß nicht, ob das am Preis lag oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich hier, denke ich, fast perfekt erhaltenen Wildcat gekriegt, auch für einen ziemlich coolen Kurs. Habe ich auf der TF Nation tatsächlich gekauft, weil ne, man fährt ja auf Transformers Conventions, um Mask zu kaufen. Und natürlich ist dabei Buddy Hawks, machen wir wie eben, einmal näher ran, mit der Ditcher-Maske. Einer der hässlichsten Masken, die diese Serie hervorgebracht hat. Ich finde die wirklich nicht schön. Das liegt zum einen daran, die haben hier diesen, das ist fast schon, ich weiß nicht, ob der wirklich transparent ist oder ob das durch die Farbgebung nur so scheint. Nee, doch, man kann so ein bisschen durchgucken. Also die ist so ein bisschen, natürlich was Besonderes dadurch, aber wirkt irgendwie so ein bisschen, weiß nicht. Hat mir nicht gefallen. Und auch hier diese Sternaugen und die Farbkombo so. War mal nicht so mein Ding. Die Maske ist, naja, hier vorne an den wichtigen Stellen ist sie noch weich. Der Kopf an sich fängt an auszuhärten. Aber sollte kein Problem sein, wenn man da jetzt nicht großartig drum rumreißt, sollte das funktionieren. Und dazu gibt es Buddy Hawks. Den kennen wir schon vom Boulder Hill Set. Das ist quasi sein Alternativ. Anzug, der Kopf ist genau der gleiche wie bei Boulder Hill, farblich alles noch drauf, top. Und dann kriegen wir hier diesen komplett neuen Anzug mit diesem orange-braunen Farbschema, grau ergänzt hier auf den Armen und den, das ist cool gemacht. Und man hat hier so ein paar Werkzeuge einstecken, einen Hammer und ne, das passt gut zu Buddy Hawks als Mechaniker. Und hier hinten sieht man ne, diesen Adler hinten drauf, wenn der noch farblich abgesetzt werden wäre, das wäre glaube ich noch mal ein bisschen cooler gewesen. Aber alles in allem, ja, top erhaltene Figur, gut erhaltene Maske, das heißt, das Ding auf jeden Fall schon mal erledigt. Und dann schauen wir mal auf Wildcat. Und Wildcat kommt hier ziemlich viel eigentlich. Erstmal natürlich, wie nicht zu übersehen, ein Abschleppwagen. Serie 3 war ja, glaube ich, diese Racing Series, ne? Wo auch hier Razorback und Goliath und so dabei waren. Ihr seht, er rollt hervorragend. Und das ist so laut, weil er hier wirklich Hartgummireifen mit Profil hatte. Ja, also wirklich ein schöner Geländewagen eigentlich. Und der sieht eigentlich zum rundherum gut aus. Die Aufkleber sind alle top. Auf beiden Seiten gibt es da nichts zu meckern. Das Chrom, ja, man sieht, es wird auch hier so ein bisschen fisselig und stumpf. Und auch hier an der Seite, an den, diesen Absperrbarken, gibt es so erste kleine Abplatzungen hier vorne und so. Das ist aber alles nicht so dramatisch. Zu den Scheiben kommen wir gleich noch. Hier oben die Lichtleiste ist noch da. Auch hier ist das Chrom langsam so ein bisschen ab. Aber das Chrom ist eigentlich immer das erste Opfer eigentlich bei Mask. Ja. Ja, wahrscheinlich, wenn der letzte Chrom abgebröckelt ist, gehen die Sprungfedermechanismen immer noch alle hundertprozentig. Also auch die Felgen sind ein bisschen blind an einigen Stellen, aber also nichts, was mich auch nur ansatzweise stören würde. Ich habe das bei Rhino letztens schon gesagt. Wenn die so ein bisschen bespielt aussehen, die Fahrzeuge, finde ich das eigentlich sehr charmant. Und da ist hier Wildcat
keine Ausnahme. Sieht also richtig gut aus, auch alles noch dran, alles dabei. Die Türen lassen sich öffnen. Im Cockpit selber sieht man jetzt außer dem Cockpit, also dem Lenkrad und dem Schaltknüppel und so, sieht man da jetzt großartig nichts. Da gibt es also keine Sticker, soweit ich weiß. Müsst ihr mal recherchieren, ob gegebenenfalls ein Armaturenbrettsticker fehlt. Ist eigentlich untypisch, war bei Mars eigentlich immer was dabei. Da muss ich nochmal nachschauen. Aber ansonsten ziemlich cool. Und natürlich kann man auch Wildcat verwandeln. Und dafür habt ihr hier ja diesen grauen Hebel. Den zieht ihr nach hinten. Warte mal. Nach hinten oder nach unten? Ah, nach unten. Okay. Das ist ja alles auch schon ein bisschen länger her. Und dann springt es. Also erstmal schiebt er sich hier zusammen. Ne? Hier ist ein Sprungfedermechanismus auch wieder drin. Zieht sich zusammen. Das Vorderteil geht hoch. Und ihr habt hier so eine Angriffsplattform. Auch ziemlich fett. Ziemlich fett. Und dann konntet ihr das Ganze hier. Das war so einer der Punkte, der zum Beispiel gar kaputt gegangen ist. Ihr habt hier dieses Kugelgelenk, da ist gerne mal was abgebrochen. Und da konntet ihr den dann entsprechend in alle möglichen Richtungen drehen. Hier vorne kamen diese Laserkanonen raus, die sind immer so ein bisschen locker hier drin, aber optisch finde ich das ziemlich cool, muss ich sagen. Und da hinten erscheint dann das Maersk-Logo. Wie schon öfters erwähnt, ich liebe es, dass die Fraktionslogos immer erst dann erscheinen, wenn die Dinger wirklich in ihren Angriffsmodus gehen. Finde ich voll gut. Das ist mehr Robots in Anführungsstrichen in Disguise als so mancher Transformer. Dann haben wir hier hinten den Abschlepphaken. Der Haken fehlt sehr, sehr gerne, weil der einfach nur an diesem Seil hing. Ne? Und wenn sich hier dieser Knoten löste an dem Seil, dann war der Haken halt ratzifatzi auch weg. Und dementsprechend, mal gucken, wie sieht denn der Knoten hier aus? Oh, da hat jemand schon mit Papier irgendwas gestopft wahrscheinlich. Oder mit, ist das ein Kaugummi, Alter? Könnte sogar ein Kaugummi sein oder ein Stück Klebegummi oder so. Oh. Egal, er hält noch, er hängt und vor allem ist er dabei. Und hier entsprechend das Seil. Und da konnte man hier dieses Ding, hier hatte man noch eine Laserkanone vielleicht, weiß ich nicht genau. Man konnte aber auch einfach hiermit das quasi stützen. Ja. Und dann das Laserkanone vielleicht missbrauchen, bin ich mir nicht ganz sicher. Hier oben waren noch die entsprechend die Bedienelemente. Das ist alles ziemlich nice. Die konnte man noch rausklappen hier, ne, diese Absperrbaken. Die hatten dann hier drinnen so kleine Sägezähne. Hatte man da auch noch so ein kleines Angriffselement. Und dann gibt es bei Wildcat das, was am häufigsten eigentlich fehlt oder nie komplett ist, und auch bei mir nicht 100% komplett ist, sind hier vorne die Scheiben. Ja? Und ich weiß gar nicht mehr genau, der war irgendwie in der Lage, die abzufeuern. Und ach, hier unten ist so ein Spannmechanismus, glaube ich. Ne? Warte mal, wie funktionierte das? Zack. Ja, hier irgendwas konnte man hiermit... Da muss ich nochmal gucken. Ich schaue mal kurz nach. Okay, also meine Erinnerung war nicht ganz falsch. Es hat mit diesem Haken hier zu tun. Solange dieser Haken hier so reingeschoben ist an die Seite, drehen sich die Reifen hier vorne frei. Und mit diesem Haken nach vorne arretiert man, oder sollte eigentlich, müsste man die Reifen, müssen die so einen kleinen so einen Sperrmoment bekommen und dann beim Schieben, ah, da war was, irgendwas war da. Gucken wir, ob es noch funktioniert. Ja, ja. Ihr merkt, irgendwas springt da, aber ich glaube, die Scheiben liegen nicht richtig drin. Es ist nicht ganz trivial. Gucken wir mal, ob wir die richtig reindrücken können hier. Eine ist da jetzt rausgekommen. Ah, ah. Jo. Also so irgendwas funktioniert da noch. Aber sie rutschen mehr raus, als dass sie rausgeschossen werden. Aber ihr seht, es sind 5 Scheiben dabei. Diese 5, es müssten eigentlich 6 sein, glaube ich, wenn ich das noch recht erinnere. Ich habe da gerade noch mal gucken, das muss doch funktionieren. Ja, sie fallen dann irgendwie, weiß nicht. Okay, wenn man schnell fährt, dann funktioniert es noch. Okay. Okay, also nicht mehr so ganz hundertprozentig, aber irgendwie ist der Mechanismus noch da. Und wie gesagt, eigentlich fehlt mir jetzt hier eine Scheibe, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn mir nochmal irgendwo bei irgendeinem Konvolut so eine Scheibe über den Weg läuft und ich kann die, was ich, für 50 Cent abstauben, von mir aus, aber ich werde mit Sicherheit jetzt nicht irgendwo eine Einzelscheibe bestellen für 3 Euro und mir dann für 5 Euro durch die Welt schicken lassen. Das mache ich definitiv nicht. Ich habe die 5 Scheiben dabei und damit ist Wildcat für mein ganz persönliches Empfinden komplett genug, um an dieses Fahrzeug einen großen grünen Haken zu machen. Und so war das doch alles in allem wieder eine recht erfolgreiche Nummer. Ich habe mit Wildcat ein Fahrzeug quasi komplett und in gutem Zustand. Das Einzige, was halt fehlt, ist die besagte Disc. Wenn ich die noch irgendwo kriege, dann ist schön. Und wenn nicht, dann ist es auch schön. Da kann ich also absolut mit leben. Und Jackhammer ist eigentlich auch schon fast komplett und vor allem halt auch gut erhalten. Mit Ausnahme halt des Kühlergrills hier vorne. Da möchte ich definitiv noch mal was nachlegen.
Weil ich nicht glaube, dass man das reinigen kann. Mit der Reinigung von den Fahrzeugen werde ich mich, glaube ich, in einem anderen Video nochmal beschäftigen. Da muss ich nochmal ein bisschen recherchieren. Was ich aber auf jeden Fall brauche, ist die graue Kanone hier oben. Das wird schwierig, die zu finden, dass sie halt auch noch komplett ist, weil die A gerne verloren gegangen ist. Obwohl man hier, das habe ich gar nicht gezeigt, hier gibt es einen schönen Aufbewahrungsplatz für die Kanone. Aber die zu finden wird, glaube ich, relativ schwierig. Schauen wir mal. Ich bin auch mal gespannt, ob irgendwann der Moment kommt, wo ich sage, ich greife vielleicht doch auf 3D-gedruckte Ersatzteile zurück. Könnte ich mir für sowas oder auch für diese Waffe von Gator, die wirklich schwer zu bekommen sind und teilweise zu wirklich üblen Preisen, könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Aber schauen wir mal. Das war Rebuilding Mask für heute. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Mask und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.